Ja? Genau das, ich habe nicht genau verstanden, genau diese Sache, was du eben erklärt hast. Also, das hat jetzt genau, also diese, wie hängt die Wertschöpfung bei Marihuana und also bei Cannabis-Anbau, Produktion, Verkauf mit der Börse zusammen? Ich habe das nicht verstanden. Mit was zusammen? Mit der Börse. Also, naja, das. Ja, das. Ja. Weil du hast eben auch den Chart gezeigt, das Chart gezeigt, wo man gesehen hat, dass seit 1998 eben als wir umgefahren kamen, geht es steil bergauf mit den Jahren von Drogen. Da wollte ich nochmal fragen, was die Bundesregierung genau mit sich, weil ich dachte immer, das wäre Ländersache und Länderregeln mit Verfolgung und Strafe. Nee, das BTMG ist ein Bundesgesetz, es gibt keine Länderdrogengesetze, sondern nur Bundesgesetze. Und die rot-grüne Regierung hat das Betäubungsmittelgesetz verschärft und das ein Ergebnis war, dass Hanfsamen verboten wurden. Und da die Andrea Fischer, die damalige Gesundheitsministerin, hier im Haus gearbeitet hat, ich kenne die, die hat früher, die war in unserer Korrekturabteilung, die hat hier meine Artikelkorrektur gelesen, wurde da Ministerin, also man kann was werden hier bei der Taz. Ja. Nein, das Ganze, ich habe mich natürlich da damals maßlos erregt und hier Ströbele und alle möglichen Grünen, die ich kenne, irgendwie angehauen und dann wurde mir das erklärt, wie das zustande gekommen ist. Und zwar hat die CSU damals, die wollte, also die sind nach wie vor die Hardliner und verbieten, die wollten die Strafen auch für Cannabis und für alles andere verschärfen. Und die SPD und Rot-Grün hatten vor, zumindest im Knast die Lage zu entspannen, weil im Knast, das wissen Sie ja auch alle, wenn Sie nirgendwo Drogen kriegen, im Knast kriegen Sie sie bestimmt, dass da Spritzen verteilt werden können, dass die Leute zumindest saubere Spritzen bekommen. Das wollte die SPD durchsetzen. Und dann hat die CSU gesagt, naja gut, wenn wir zustimmen bei den sauberen Spritzen, dann müsst ihr aber die Hanfsamen verbieten. Und so ein fauler Deal hat dann dazu geführt, dass also eine ganz starke Zuwachs an Verfolgung von Cannabis-Taten ab 98 erfolgt ist. Und ja, das ist die grüne Regierung gewesen oder die grüne Gesundheitsministerin. Und weil ich ja so ein alter Grüner im Prinzip war, habe ich die seitdem auch nicht mehr gewählt.